Wir müssen aufpassen, nicht, dass die jetzt von Ethanos hoch rennen und uns ein bisschen flankieren. Weißt du, wenn die da hochlaufen vom Industriegebiet, was da an der Ecke da ist. Ich bin von unserem Lager aus auf der rechten Seite, hinter der letzten Garage von uns. Also wenn irgendwas ist, sehe ich das hier. Beweg Alles mich noch klar. die ganze Zeit. Ja, ich sehe dich auch. Ich habe dich im Blickfeld. Mich sieht, glaube ich, keiner, ne? Oder werde ich jetzt nicht Wie nachgucken. lang wollen die das Spiel denn jetzt spielen, Alter? Es kommt drauf an. Also Fakt ist auf jeden Fall mal, die sind nicht sehr erwachsen, sonst würden sie damit nämlich irgendwann aufhören, weil es bringt ja keiner Partei was. Ehrlich gesagt nicht, ne. Aber ich habe auch keinen Bock, meine Sachen zu verlieren. Kampflos will ich hier nicht aufgeben. Ach Quatsch. Die werden jetzt so lange weggeradet, bis sie keinen Bock mehr haben. Und wenn ich halt Hero Level 1 bin, mir doch egal. Ich wollte sowieso Bandit werden. Ach, du willst Bandit werden? Und wenn ich den Niva noch ein, zwei Mal töte, dann kriege ich auch nicht mehr so viel Minuspunkte. Irgendwann kriegt man nämlich nicht mehr so viel. Finde ich auch ein bisschen schwachsinnig gemacht. Ja, das ist halt dieser Schutz wegen Dings, ne? Hochleveln. Na. Gegenseitige Killen und so. Ich stehe hinter den großen Stein, falls jemand. Hinter welchem? Ja, der runter zur Ethanos geht. Hier unten der einsame Tiger in Ethanos. Siehst du denn da unten was? Nee, gar nichts. Ich habe nicht mal Zombie-Bewegung großartig. Ich sehe einen Survivor. Wo? Richtung Bahnhof. Das bin ich. Du bist doch kein Survivor. Hast du ein Chest-Pack auf? Ja. Okay. Wieso Das ist bist. ein Hero Level 3. Na echt? Bin. Ja. Ach so, jo, sah von weitem anders aus. Bist gerade über den Zaun gestiegen, wa? Genau. Ja gut, alles klar. Ich suche nach Muni. Wie gesagt, ich habe nur noch drei Kugeln. Wieso kommst du nicht hoch und holst dir eine vernünftige Waffe? Was willst du mit der Macke drauf? Das macht mich gerade ein bisschen stutzig, dass wir die nicht sehen. Es ist Ja, auch ich nicht, verstehe es. es sind doch keine also großartigen Zombie-Aktivitäten in der Stadt. Nicht, dass die uns durch den Wald gleich bängen. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns umlaufen, weil, wie gesagt, ich sehe hier gar nichts. Also hier oben über dem Berg ist zurzeit noch gar nichts. Du läufst gerade in so anderes Haus rein, oder? Genau. Alles klar. Ich farm gerade nebenbei ein bisschen. Naja, tu mal. Da sehe ich ein Zombie rennen. Hinterm weißen Haus, gegenüber vom Supermarkt. Von oben aus geguckt. Genau, ich lauf mal dahin, wo er den anderen eben erschossen hatte. Die haben auf jeden Fall den LKW zerschossen. Und das. Das waren die NPCs. Okay. Ja, ich wollte jetzt mich nicht in den Wald begeben, wenn die da hochlatschen und ich habe nur eine Kugel. Oder zwei oder drei. Wäre ein bisschen wenig. Wer läuft da oben weg Das vom bin Richtung ich. Stein? Gut. Das bin ich. Sehe alles. Ja, das ist ja auch gut. Mein Gott. Ich habe hinter mir.
Ich werde so paranoid, ich höre hier Schritte, obwohl hier gar nichts ist, Alter. Also soll ich mich mal so verkleiden, dass sie mich besser erkennen? Jilly anziehen. Ja, mach ich gerade. Wenn, aber wenn du irgendwie trotzdem immer Position durchgeben, wa? Ja, ich raus. Im Moment. Wer läuft da gerade beim Vorder entlang? Ich. Also. Immer durchgeben, wo ihr gerade seid. Ich wechsle jetzt zum nächsten Haus. Deswegen habe ich auch vorher nachgefragt, bevor ich schieße, ne? Sicher ist sicher. Ja, aber dieses Nachfragen, bist du, das könnte man. Am Berg? Ich laufe am Berg gegenüber von so einem Stein. Nee, unten Richtung Tanne. Hinter dir ist jemand. Fuck! Wo denn? Wo denn? In der Tanne. In der Tanne. Genau hinter dir in der Tanne. Hab auf ihn geschossen, ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen hab. Gucke ich jetzt auf die Tanne oder immer noch hinter mir? Bist du? Nee, dreh dich ein Stück weiter nach. Ja, ja, jetzt guckst du drauf. Ich sehe ihn. Die Tanne. Nicht, dass er auf mich schießt, ne? Ich komme nämlich auch runter. Hast du ihn? Alter, der hat auf mich gezielt. Wenn er mich mit der Macke auf den Kopf getroffen hätte, wäre ich weg gewesen. Ich glaube, hier war noch irgendwo einer. Warte mal. Nee, nee, schon gut, schon gut, schon gut. Ich hab da hinten, das war nur Spitze von einer anderen Tanne. Ich dreh mich gerade um, Alter, da hockt er sich da gerade hin, ey. Wer ist das? Bitte sag mal einer, das von uns. Das bin ich, das bin ich. Okay. Bin ich. Boah, Makarov-Magazine. Wenn du Painkillers brauchst, sagst du Bescheid, oder? Der beschäftigt uns auf jeden Fall, der Junge. Der wird uns auch nur beschäftigen. Die haben den vorhin schon, glaube ich, als Kugelfutter rüber geschickt. Vielleicht gehen die zur Base, holen Waffen. Ich würde es tun. Ja, gut, alles klar. Ja, ich würde es auch machen an denen ihrer Stelle, ist doch logisch. So eine dumme Sau. Boah, gut, dass du ihn gesehen hast, sonst hätte er mich gekriegt. Ich habe keinen Sack nach hinten geguckt, Alter. Ich laufe jetzt Richtung Kirche. Richtung Kirche. Bin gerade an der Mauer an der Kirche. Und geh gleich in die Kirche rein. Jetzt bin ich in der Kirche. Die linke Seite vom Berg deckt die eine ab. Ja. Gut. Philipp, du bist übrigens schon wieder so dumpf. Die linke Seite. Mir ist egal. Ja, aber ganz schlecht. Also jetzt eben war es schon wieder ein Stück besser. Ja, dann schrei ich rein. Okay. Bring gleich ordentlich Essen mit, wenn ich hochkomme. Ich muss gleich aber mal kurz auf Toilette. Essen müsste ich auch gleich. Leide. Irgendwie höre ich hier Schritte in der Nähe von der Kirche. Könnte sein, dass der eine jetzt da gespawnt ist. Ich guck mal rüber zur Kirche, die ich nicht sehe. Ich bin kurz mal AFK, ne? Die linke Seite ist jetzt gleich offen dann. Mhm, geh mal AFK. Jo. Ich gehe jetzt bei der Kirche wieder weg. Und komm Richtung Base. Unten bei den drei Tannen. So, wieder da. Ja. Okay. Nervöse Zombies. Ach, die rennen zu mir. Scheiße. Ich renn jetzt hoch.
Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ein Zombie ist gespawnt hinter der großen Industriehalle. Hm? Am Zaun. Beim Krankenhaus die Halle. Verlass gleich den Wald unten Richtung Base. Oh, ich wurde. Was? Ich hab doch gesagt, die holen Waffen. Von wo? Keine Ahnung. Links, irgendwo von der Base. Ja, ich hab auch irgendwas links gehört. Oh, nur weil ich kurz pissen war, ey. War nur ein Schuss. Ja, der war nah dran. Warst du noch auf den Stein? Ich war unten in den, hier, in den Tannen. Den Tannen? Welchen Tannen? Ja, direkt vor unserer Base da. Okay, dann kann ich noch ein Stückchen laufen, ohne. Also auf jeden Fall, wenn man. Wow! Ich werde angeschossen. Von wo? Habe es nicht gesehen, rechts, links von mir. Links? Verdammt. Müsste ich wissen, wo du bist. Scheiße, der hat mich. Die haben Waffen. 36K. Der ist da, wo wir den gerade erschossen haben. Da ist der wieder. Okay. Ich habe auch so ein Pech, ey. Ich weiß, wo ich gespawnt bin. Industriehalle. Nein, Lea! Hast du gar keine Munition mehr, oder was? Quatsch. Läuft hier einer zwischen den Tannen? Ja, ich. Hast du ein Cappy auf, ein rotes? Nein, das bin ich nicht. Jungs, unterstützt ihn. Ja, ich versuche gerade wieder Richtung Base hochzukommen. Ja, ich auch. Nein, 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 hat mich. Shit, aber ich habe ihn ordentlich angeschossen. Wo ist er denn? Links von der Base läuft er hoch. Da ist ein großer Stein. Ja, da wo ich stand, Christian. Ja, das sind zwei Stück. Und achso. Im Moment waren sie sogar schon zu dritt. Ach, wie lame, wie oft ich daneben geballert hab, ey. Boah, das ist meine Zigarette. Trinken muss ich auch. Verdammt. Ja, den Suit kann er mir ja nicht klauen. Aber im Rucksack war ordentlich Trinken und Essen drin. Ne? Ah, das interessiert es aber gerade nicht so, glaube ich. Aber der hat echt Glück gehabt. Ist ja richtig was los jetzt, wa? Konnte nicht mal vernünftig zielen, weil ich am Zittern war wie sonst was. Rennt da jemand in der Base rum? Ja, ich. Okay.
hoffe ich mal, dass ich gut spawne, ey. Da, ich sehe einen ganz oben. Ganz oben, Alter, das gibt's doch gar nicht, ey. Dieser kleine Spinner da. So rechts. Ganz oben, wo denn? Ja, verdammt, da wo hier Philipp sein Haus ist, da direkt geradeaus nach oben. Okay. Fast linke Seite. Wieder da. Was so ein gottverdammter Mist, ey. So viel zu Basecamp. Das ist kein... alles in der Toleranz. Das ist kein Basecamp. Nö. Wir hätten ja die Möglichkeit wegzukommen. Da links läuft einer. Das bin ich. Okay. Bin hinterm Felsen. Bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass da hinten an der Tanne einer sitzt. Ich kann es leider nicht sehen, weil es zu weit weg ist. Hier laufen zwei. Sein, dass es ein Kreuz ist. Zwei. Links. Komm jetzt wieder hoch. Ich habe aus Versehen geschossen. Gott verdammt. Wer läuft hinten an der Tanne? Das bin ich. Gut. Da läuft ein Bandit Girl, läuft von der Base weg. Bandit Girl? Ja. Danaria oder wie der heißt. Ein Survivor hinterher, die kommen wieder zurück, beide eine Waffe, sehen mich nicht. Ja, jetzt haben sie mich gesehen. Läufst du zu deiner Garage? Ja. Gut. Die haben mir das Bein gebrochen. Was anders angehen. Ich muss oben vom Berg kommen. Ich brauche Hilfe. Ja, ich bin schon unterwegs. Das soll ich ja nicht dabei abknallen, wenn ihr das Haus aufmacht. Wer schießt mit der Makarov? Das Bennett Girl. Okay. Ist schon näher dran. Bist oben Richtung Weißen Berg, ja? Ja, da laufen zwei Stück. Auf mich wird wieder geschossen. Von wem? Ethno Friesi wurde getötet. Ja.